Ein sportliches Großereignis, das LE Lauf-Event, ging am Leobner Hauptplatz heuer bereits zum 6. Mal wieder über die Bühne. Der Wettergott schien es in diesem Jahr nicht so gut mit den Veranstaltern zu meinen, gab es heuer zum 1. Mal Regen und dicke Wolken über Leobens Himmel. Welchen Stellenwert hat dieser Lauf für die Polizeisportvereinigung Leoben? Naja, wir sind sehr, sehr zufrieden. Für uns hat es einen sehr großen Stellenwert, weil Sie wissen ja, Polizeisport ist wichtig für unsere Fitness und es ist auch schön, wenn man das nach außen hin transportiert und wenn man jetzt sieht, dass heuer bei den Kindern so ein starker Zuwachs ist, dann freut es uns eigentlich umso mehr. Also wir sind sehr, sehr stolz auf diese Veranstaltung und wir hoffen, dass sie noch mehr gesteigert wird in den nächsten Jahren, wie das ohnehin schon der Fall ist. Pünktlich um 10.30 Uhr begann das Laufevent mit den Kinder- und Jugendläufen. Und noch bevor der erste Startschuss fiel, hörte es auf zu regnen und der Bewerb konnte großteils auf trockenen Asphalt durchgeführt werden. Ja, Gott sei Dank ist wirklich das Wetter besser geworden, weil um 5 Uhr in der Früh hat es wirklich verheerend ausgeschaut. Aber Gott sei Dank hat der Wettergott jetzt Gott sei Dank nachgegeben und er hält auch hoffentlich aus, bis wir den Hauptlauf auch über die Bühne haben. Wie schaut es mit den Teilnehmern heuer aus? Ja, Teilnehmer hervorragend. Wir haben 840 Voranmeldungen schon gehabt und gestern und heute sind irrsinnig viele Nachmeldungen noch gekommen. Ganz genau wissen wir es genau, kurz vor dem Hauptlauf. Jetzt gibt es ja heuer etwas Neues auch und das ist? Ja, der Nordic Walking Bewerb haben wir das erste Mal heuer dabei. Natürlich, Nordic Walking wird auch immer mehr Fuß gefasst und das ist wirklich eine tolle Geschichte, was wir auch in Zukunft mehr ausbauen. Um 13 Uhr gab es heuer zum ersten Mal einen Nordic Walking Bewerb und Leobens Bürgermeister selbst am Start ließ sich vom Veranstalter noch schnell das Schuhwerk ordentlich schnüren, bevor auch er sich auf die 3 Kilometer Distanz machte. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist natürlich toll, also es wird ohne dem Ganzen gar nicht funktioniert. Das ist einfach die ganze Infrastruktur, das wird immer größer. Natürlich, das Laufevent ist gewachsen enorm in den letzten Jahren und da müssen wir natürlich schauen, dass wir da so viel wie möglich Unterstützung von Seiten der Gemeinde haben und die kriegen wir auch zum Glück. Danke auf jeden Fall an der Gemeinde. Das LE Laufevent ist ja morgen schon wieder Geschichte. Wie schaut es dann aus, ab wann fängt man dann für das LE Laufevent 2015 an? Prinzipiell gibt es überhaupt keine Pause, also es fällt sicher noch auf den Nacharbeit an fürs Laufevent, wo es die ganzen Pressegeschichten sind und eigentlich geht es dann auch 2 Monate später schon wieder los mit den ganzen Sachen, was nächstes Jahr wieder aufgebaut werden und zur Verfügung stehen sollte. Während die ersten Nordic Walker nach ca. 24 Minuten das Ziel erreichten, näherte sich der Höhepunkt der 66-Minuten-Lauf. Mit dabei auch heuer wieder in voller Feuerwehradjustierung Manuel Gessler aus St. Michael. Mit dem Startschuss um 14 Uhr ging es für die über 600 Läufer in den Disziplinen Einzel und Staffel durch Leobens historische Innenstadt. Insgesamt waren 950 Nennungen, was neuer Teilnehmerrekord war. Ohne Sponsoren geht ja auch nichts. Wie schaut es mit den Sponsoren aus? Ohne Sponsoren geht natürlich überhaupt nichts und da sind wir sicher sehr froh, dass wir solche tollen Sponsoren jetzt haben fürs Leobner Laufevent und natürlich, dass sie uns die nächsten Jahre auch die Treue halten. Auch wenn es zwischenzeitlich wieder zu regnen begann, am Ehrgeiz der Läufer ließ es nicht mangeln. Was war denn für euch dreien die Motivation, sowas auf die Füße zu stellen? Hey, wir waren selber alle drei Läufer, waren früher beim altbekannten Fuzu Altstadtlauf und beim Champions Race immer selbst aktiv dabei. Und irgendwann sind wir mal auf die Idee gekommen und haben gesagt, wir wollen das übernehmen, wir wollen was Größeres machen draus. Wir schauen, dass wir da wirklich eine Großveranstaltung auf die Beine stellen und es ist von Jahr zu Jahr immer mehr gewachsen und wird auch toll angenommen und mittlerweile glaube ich, dass wir mit dem Namen LE Laufevent schon eine ganz gute Marke in Österreich gemacht haben.
Nach 67 Minuten und 24 Sekunden erreichten die Ersten das Ziel. Bei den Damen gewann Simone Helfenschneider-Ofner und bei den Herren siegten zeitgleich Hand in Hand über die Ziellinie laufend Marius Bock und Jürgen Mock. Mit einem kühlen Bier aus der Braustadt Leoben endete sicher für viele dieses Laufevent.